Okay, Leute, so kann man ohne Keycard in die Bank rein. Hi Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Jailbreak. Ja. Und bevor das Video jetzt richtig anfängt, wollte ich sagen, für die, die es noch nicht gemerkt haben, das letzte Video von mir, das mit dem Jailbreak wird gelöscht, das war ein April-Scherz von mir. Nicht von Asimo, sondern von mir. Ich habe den Kommentar gefaked. Ja. Super. Ich bin mal wieder ein Jailbreak-Profi. Und ja. Ich meine, viele sind ja darauf reingefallen. Was ich eigentlich ziemlich cool finde, aber auch irgendwie komisch, weil ich meine, das ist eigentlich offensichtlich. Jailbreak wird nicht einfach so gelöscht und zum Beispiel Phantom Force ist nicht. Ja, by the way, es fehlen nicht mehr viele Kisten hier. Noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dann mache ich das Chest Opening, wo ich 1350 Chests opene. Und ich bin mir nicht sicher, aber ich weiß gar nicht, ob ich mir das UFO kaufen sollte, weil ich glaube, nach diesem Update ist es hier weg und du kriegst aber nur noch irgendwie 500.000 wieder zurück. Aber wenn ich bis dahin das Geld habe, kaufe ich mir vielleicht, weil eigentlich mag ich das UFO nicht mehr. Ich finde, das passt nicht ins Spiel. Das ist ein Spiel, wo man Police und Criminals hat und dann ist einfach ein UFO. Ich finde, das passt eigentlich mal so gar nicht. Deshalb weiß ich nicht. Ich hoffe, entweder kriege ich das Geld dann zurück oder das wird halt komplett ersetzt durch, was weiß ich, durch einen krassen Heli mit Waffen vorne dran oder sowas. Das Voltbike ist geschnappt. Oh, das Voltbike ist schon cool. Wir haben sogar vollen Rocket Fuel. Kann man hier eigentlich rein praktisch? Ich mache mal gerade ein bisschen Rocket Fuel leer. Das ist zwar wäre unlogisch, aber könnte man hier eigentlich Rocket Fuel tanken? Wäre eigentlich logisch, wenn man sich hier hinstellt, irgendwie den Tank aufmachen würde. Oder so einen Eimer dahinstellt. Aber ja, anscheinend klappt's nicht. Ja, hätte ich mir auch gedacht, weil sonst wäre es einfach Free Rocket Fuel. Bank ist auch, aber ich habe keine Keycard. Ich habe keine Keycard und auch keine Waffen. Zug kommt, aber ich glaube, Zug ist verbuggt. Wo ist denn der Zug? Ich habe ihn doch gerade noch gehört. Na, vielleicht ist er schon vorbei. Aber warte, mir hat letztens einer was gezeigt. Das probiere ich jetzt mal aus. Ich bin hier so ein paar Mal hier drauf geschlagen und dann geht das hier auf, genau. Aber das Problem ist, wenn das hier niemand aufmacht, hast du ein Problem. Du kannst zwar hier halten, aber ihr seht, oh, es klappt gerade tatsächlich. Oh, ziemlich chillig. Okay Leute, so kann man ohne Keycard in die Bank rein. Und wieder raus, ne? Oh Gott, aber wir werden jetzt wahrscheinlich... Oh, Glück gehabt. In 50 Sekunden müssten wir hier raus sein, das schaffen wir aber easy. Der ist gestorben, der hätte mich fast weggeschubst. Der ist jetzt eigentlich verdient, wenn er stirbt. Da haben wir auch Damage kassiert. Ich hoffe, wir sterben jetzt nicht. Oh Gott, Alter. Oh. Oh nein, 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 nein. Ach, Kacke. Das war gerade Kacke. Das Ding ist jetzt. Ich glaube, ich nenne die Folge Neuer Bank einen Einbruchsweg. Dann habt ihr ihn ja schon irgendwie bei Minute 4 oder so gesehen.
So, jetzt mache ich, während ich ausbreche, eine kleine Umfrage. Und zwar könnt ihr jetzt oben rechts bei mir abstimmen, ob ihr es wollt, dass ich mal eine Methode bekomme, wo ihr legal, kostenlos Robux bekommt. Ich glaube, viele von euch haben keine Robux und wenn ihr das legal, dann kostenlos bekommt, wäre es doch ziemlich cool. Stimmt mal oben ab, ob ihr sowas wollt oder nicht. Aber auf Ja oder Nein drücken. Hier stehen aber auch irgendwie viele Helikopter rum. Komm, wir gehen jetzt mal durch die Wand raus. Ich glaube, wir werden weggesprengt. Nope, werden wir nicht. Jetzt müssen wir nur mehr laufen, das regt auf. Aber du hast vielleicht ein SWAT Game, aber hast keine Keycard, oder? Oh, er hat eine. Ja. Dann fahren wir direkt wieder zur Bank. So, Voltbike ist da. Lass mal den Typen überholen. Oh. Lass ihn pranken. Nein, ich muss hier raus. Weißt du, damals musste man sich ja, hatte man noch erstens keine mobile Garage. Dann muss man noch in die Garage fahren und wieder alles so einzeln einstellen und da gab es noch nicht dieses coole Interface hier, sondern das sah noch komplett anders aus und da muss man, kann man sich hier nicht, hier hat es ja eins so gespeichert und da war es halt nicht gespeichert, da war es halt immer auf Standard, musstest du umrüsten. Da gab es aber noch keine Engine und so, deshalb war es nicht so wichtig in die Garage zu fahren und das hat noch Geld gekostet. Kann es sein, dass diese Police da nett ist, oder? Wir versuchen ihr eine Keycard zu klauen. Ich glaube, die checkt das Spiel nicht. Oh, sie will uns catchen. Oh, sie hat es geschafft. Ich dachte, sie wäre nett. Nein. Ich bin frei. Sorry, Bro. Ich müsste den anderen zurücklassen. Ich hätte den jetzt auch hochgereift, aber ich muss abhauen. Sonst hätte die mich wiederbekommen. Dann bin ich gerade richtig geil gegen die Wand gefahren. Ja. Wer folgt uns denn da? Bank ist auf. Oh nein. Mist. Das ist Kacke. Naja, egal. Würde ich sagen, auch wieder war's mit der kleinen Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, oben rechts beim E-Mail der Umfrage mitmachen. Und ja, haut rein. Gerne auch ein Abo dalassen. Bald knacken wir die 18.000 Abos und ein Like wäre auch cool, weil ich sehe immer, meine Videos haben irgendwie so 10.000, 5.000 Aufrufe, aber irgendwie nur so 200 Likes. Ich meine, wenn ihr doch schon guckt, dann könnt ihr auch gerne auf den Like-Button drücken, kostet ja nichts. Der Abo-Button natürlich auch. Ich will jetzt hier nicht like-geil sein, aber ja,
Ihr müsst ja nicht, wenn es euch nicht gefällt, aber drückt einfach auf Like-Button. Ich meine, es sind ein paar Sekunden und es freut mich. Ja. Und dann würde ich sagen, haut rein und ciao. Leute.